Aufnahme. Ja, Leute, morgen erstmal. Frag mich nicht, wo ich bin, ich habe keine Ahnung. Irgendwo bei Schwerin. Das Navi führt mich hier lang. Es ist auch tatsächlich ein öffentlicher Weg. Zumindest war da keine Sperrschilder und gar nichts. Und was ich zwischendurch sehen konnte anhand der Spuren, wie auch hier jetzt wieder, ich scheine nicht der Einzige zu sein, der hier lang fährt. Aber ein bisschen komisch kommt mir das doch vor. Cool, macht nichts. Ich bin ja mit der Lütschen unterwegs. Ist ja nun mal eine Enduro. Da kann es auch mal genutzt werden, ne? Solange wie alles rechtlich ist. Bin da mal gespannt, wo ich hinkomme. Es soll noch 2,5 Kilometer so weitergehen. Jetzt links. Dann machen wir das doch. Machen wir alles. Solange die Wege nicht schlechter werden. Denn ich habe hier noch eine Tankanzeige, die ich berücksichtigen muss. Und die sagt Reserve. Zufall. Ich habe gestern Abend nochmal die Maschine leer gefahren. Hatte natürlich eine Reservekanister dabei gehabt. Und da bin ich tatsächlich 330 Kilometer gekommen. Mit einer Tankfüllung oder Tankmenge von 10,8 Liter. Mehr passiert ja nicht rein. Aber die ist erneut auf Reserve jetzt. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht schieben müssen, kilometerweit. Aber ich glaube, da vorne kommt schon irgendwas ortsmäßiges. Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsamer fahren. Hoppala. Ich habe mir einen Spiegel eingegeben, glaube ich. Was soll das denn für ein Scheiß hier? Oi, die Brennnesseln, die hängen auch so rein. Aber jetzt am Spiegel was machen sollte ich wohl auch nicht, wa? So, jetzt sagt er mir den rechten Weg, ne? Aber ist doch egal, ist der gleiche Weg. Ah, hier ist wieder Land in Sicht, in Anführungsstrichen. Hier sind Felder, die Bauern müssen auch her, also geht's hier weiter. Brennnesseln hier mal wegnehmen hier. Hoppala. Weg mit dem Brennnesselzeug. Da steht ein Haus. Häuser. Hoch. Gerettet. Zivilisation kriegt mich zurück. Und da kommt ein Auto. Hoppala. Auch mal was Schönes. Macht auch mal Spaß mit so einem Ding hier. Manchmal sehe ich das gar nicht so verkehrt an, solche Touren zu fahren, solche Strecken zu fahren. Denn wenn das wirklich losgehen sollte in 5 Jahren, dass ich das schaffe zum Pamir Highway, was ja eigentlich mein Wunsch ist, dann sollte man sowas können und beherrschen. Da muss man einfach davon ausgehen, dass man mal extremst schlechteste Wege hat. Aber ich will ja auch nicht mit einer Goldwing hinfahren, wenn dann mit einer CRF. Oder einer BMW GS, eine von denen, wird ein Fahrer kommen. Ach, oh lala. Es war tatsächlich ein öffentlicher Weg, ich fasse es ja wohl nicht. Anhand des Ortsschildes konnte man es eben auch feststellen. So, und du musst noch wieder ein bisschen runter. Du fährst zu viel. Gut, alles klar. Ich glaube, zu Hause muss man Schraubenschlüssel her. So, wir fahren einfach der Nase nach weiter. Und die erste Tankstelle, die ich sehe, ist meine. Aber ich habe auch noch andere Wünsche, ganz ehrlich. Also ich könnte mal ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee.
irgendwo einen Bäcker finde, nehme ich den auch mit. Das ist genau die richtige Zeit. Na, ganz noch nicht. 20 nach 2. Also wenn ich bis 3 so einen Bäcker finde, dann wäre was Tolles. Ich weiß nicht warum, aber hier so im MacPom bin ich gerne. Fahre ich gerne mal lang. Ich bin jetzt öfter mal in Salzwedel. Mit meiner Frau bin ich öfter da gewesen. Und naja, muss ja nicht zu Ende sein. Man kann ja auch mal wieder hinfahren. Fahrt auch noch mal wieder gemeinsam. Salzwedel ist übrigens eine wunderschöne Stadt. Wer das nicht kennt, sollte da mal hinfahren. Und was also phänomenal ist, in meinen Augen, wunderschön, das ist hier Ludwigs Duster, wie es hier heißt. Da bei Parchim, müsste glaube ich Ludwigs Lust sein. Oh, ein Honda-Händler. Was ist das hier jetzt? Ach so, einfach nur Gegenverkehr. Das scheint doch ein kleines Städtchen zu sein. Hier muss es doch sicherlich irgendwo auch Kaffee geben. Freiwillige Feuerwehr. Okay, das Ding ist zu. Banken. Was haben wir hier? Geberpause, eher wenig. Bäckerei, da ist eine Bäckerei. Und auch Kaffee, Kuchen, ja. Hinsetzen kann man sich da nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Soll umdrehen, was soll das denn? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. So. Fehler korrigiert. Da aber ist man lang. Kommt davon, wenn man nach dem Bäcker guckt. Was soll das? So, wollen wir mal schauen. Entschuldigung bitte, was soll das? Ja, ich war eben geistig woanders. Da ist Netto. Weil ich möchte, wenn dann eigentlich ein richtiges Käffchen haben, irgendwie vernünftig aus einer Porzellantasse, nicht aus einem Pappbecher. Richtig schön vernünftigen Bäcker. Dann gibt es eh nicht. Oh, da ist eine Tanksäule.
Und dann, wenn sie hinkriegt, wäre nicht verkehrt. Die Lampe blinkt. Aber mal schauen. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Also weiter, Banslow, 3 Kilometer. Irgendwas habe ich in meine Mütze gekriegt, hier kribbelt irgendwas. Naja, da wir hier nun nicht im tiefen Sibirien sind, sondern in Deutschland, gehe ich davon aus, dass innerhalb der nächsten 20 Kilometer wohl mal eine Tankstelle kommen wird. Oder 30 Kilometer. Aber ich glaube, ich müsste dafür mein Navi umändern, weil da steht nämlich auf kürzesten Weg. Ja, wir werden sehen. Da wie auf kürzesten Weg steht, dann ist das eigentlich erfahrungsgemäß so, dass mich das überall lang führt und nicht an Tankstellen vorbei. Ja, Ludwigslust heißt das, genau. Hatte ich doch richtig in den Kopf. Otto Dörn, also auch eine Riesenbahn, die gibt es auch überall. Meine Herren. Schauen. Grönstedt ist, glaube ich, etwas größer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann wird es doch eine Tankstelle geben. Schwerin, 16 Kilometer. Ne, da komme ich gerade her, da fahre ich nicht zurück. Aber da gibt es genug Tankstellen. So, mal gucken, was zuerst kommt. Restaurant für mein Moped oder für mich irgendwas. Also hier gibt es auch wieder nichts. Tja, morgen muss ich wieder arbeiten, Gott sei Dank. Oder leider, je nachdem, wie man sieht. Aber ich sage mal eigentlich im Moment Gott sei Dank, weil ich keine Lust habe, auch ehrlich gesagt, meinen Urlaub hier so zu verplempern. Das war dann überhaupt nicht geplant, was hier vorgefallen ist. Aber gut, das werden wir alles bewältigen, entweder auf die eine Art und Weise oder auf die andere Art und Weise. Ich wüsste nicht, dass ich hier schon mal gefahren bin. Ich kann mir das im Moment gar nicht so richtig vorstellen. Aber die Art und Weise, wie die Ortschaften hier gegliedert sind, finde ich eigentlich nett. Rechtshäuser, Linkshäuser, wie es ja überall ist, aber dazwischen die dicken Alleebäume, ganz toll. Und dann die Straße so weit im Prinzip, dass man da schon vorgesorgt hat, dass man hier sogar vierspurig durchlaufen lassen kann. Teilweise jedenfalls. Also da muss ich echt sagen, die Aufgliederung der Ortschaften hier in der ehemaligen DDR, das finde ich irgendwie alles sympathischer und gemütlicher wie bei uns im Westen. Ja,
Und dann ist mir mal aufgefallen, wenn man hier in richtige Restaurants reingeht und die vernünftigen Restaurants findet, ist auch irgendwie jetzt, du merkst die Unterschiede auch beim Essenstisch. Es ist irgendwie schmackhafter. Das sieht auch nett aus. Altes Häuschen, schick gemacht. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich auch lieber zu zweit hier unterwegs und nicht alleine. Ich hoffe, dass die Zeit wieder zurückkommt. Dass man wieder zu zweit fährt. Man, die ganze Gliederung überhaupt der ehemaligen DDR-Gebiete im Vergleich mit den ehemaligen BRD-Gebieten. Von der Fläche her waren die beiden Landeshälften, sage ich jetzt mal, oder Staatshälften, relativ identisch nach meinem Wissen. Von der Größe her. Aber die Einwohnerzahl war in der ehemaligen DDR halb so hoch wie bei uns im Westteil. Da ist das hier natürlich auch die Ortschaften nicht so groß. Alles viel weitläufiger. Und das ist auch so eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Sogar ein Auto aus, naja. Da meine Autowerkstatt mit ein bisschen Handel dabei. Große Rinderkühlstelle hier, alter Falter. Oh, ein paar hundert Kühe hier. Junge, 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 Junge. Und da geht's noch weiter. Aber das ist alles nur Futterlager. Das duftet hier noch richtig nett. Nach Heu, nach Silage, alles. Oh, herrlich. Wie früher bei uns zu Hause. Heute hat man da auch nichts mehr von. Bei uns in den zwei Dörfern gibt es keine Bauern mehr, die noch Tiere haben. Alles weg. Keine Kühe mehr, keine Schweine mehr, nichts mehr da. Ich glaube, ein Bauer hat da noch so eine Handvoll Kühe und das war's dann aber auch. So, nichtsdestotrotz, ich muss jetzt mal echt die Augen aufmachen an der Tankstelle hier, sonst wird das bald enge. So, da werde ich wohl mal jemanden fragen müssen, wa? Wenn es sein muss. Da ist nichts. Ist auch nichts zu sehen, das Ort schon wieder zu Ende. Jetzt rechts abbiegen. Ich habe keine Lust zu schieben, also mal ganz ehrlich jetzt. Sonst muss ich mein Navi umändern. Da geht jemand. Da könnte man mal fragen. So, ich wünsche euch erstmal was. Bis später.